So, und da sind wir wieder an der gleichen Stelle. Insel Finstergram geht weiter mit Erkundung. Hat ihr schon erwähnt, ich werde durchrennen. Denn hier sind starke Gegner an jeder Ecke. Hat man ja letzte Folge gesehen, wie ich da 20 Mal gestorben bin. Hier tauchen Würmer auf. Ekelhafte Würmer. Und hier ist irgend so ein Fliegeviech. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht. Nein, nein, nein. Alles gut. Alles gut. Keiner hat mich gesehen. Ich laufe hier durch wie ein Schatten. Schön. So, und da sind wir schon fast da. Endlich, endlich. Hier hoch müssen wir nämlich. Hier rein. Und da sind wir. Das ist sozusagen ein Safe Spot. Eine Sicherheitszone. Hier sind keine Gegner. Hier ist bloß ein kaputter Riftkristall, den wir nicht reparieren momentan. Eine Heilquelle. Habe ich denn? Ja, ich habe sogar Flaschen dabei. Das ist ja praktisch. Das war's schon. Okay, gut, keiner mehr. Wenn wir hier runtergehen. Ist hier der komische Typ wieder, der andere Erweckte. Der hängt nämlich jetzt hier ab. Hier sind drei, vier Bomben. Die wir natürlich alle mitnehmen. Alle, 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 alle. Ja, es sind ein paar. Noch mehr? Aber nicht, oder? Nö. Hier unten so eine Kiste. Ausrüstung, Stufe 1. So, und jetzt kommen wir zum Schotzenbrett erstmal. Was haben wir denn hier? Untersuche alle Erinnerungen. Ja, das nehmen wir mal an. Das noch nicht. Und nehme ich das schon an. Was soll's? Ja. Das mit den Kristallen nehme ich noch nicht an, weil das werde ich wahrscheinlich gar nicht machen, die Quest. Das ist der Stein, den ich gesucht habe. Deswegen haben wir den ganzen Aufwand gemacht. So. Ein Liftstein will ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Also laufen wir den Weg zurück. Ist ja nicht so weit. Müssen ja bloß hier schnell durch das Gebiet durch, was ewig lang ist. Dann hier an dem Fliegeviech vorbei. Genau an dir. Aua, lass mich. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will auch gegen euch alle nicht kämpfen. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Würmers. Selbst die sind stark. Das ist doch Wahnsinn. Die ganze Insel ist hier wahnsinnig, wahnsinnig stark. Alles. Will ich alles gar nicht. Will ich alles gar nicht. Lasst mich alle vorbei. Ich habe den Stein. Alles andere ist mir egal. So, mit diesem Stein gehen wir jetzt da hinten rein. In die Tür. Nämlich einige wenige Items, die im Spiel festgeschrieben sind, wo sie denn sind, weil wenn man so eine Truhe öffnet wieder, sind immer irgendwelche random Gegenstände drin. Also es ist nicht festgeschrieben, was da drin ist, außer bei manchen, beispielsweise beim Tagebucheintrag, den wir gefunden haben, dem ersten. Der ist festgeschrieben, also alle Tagebucheinträge sind festgeschrieben, wo sie sind. Und hier in diesen Türen ist auch immer festgeschrieben, was da drin ist. Nämlich die rechte Tür, setzen da den grünen Stein ein. Sesam, öffne dich. Und hier ist eine Kiste drin. Mit dem Ring der Beharrlichkeit. So, was diesen Ring so unglaublich besonders macht, zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar.
Onyx-Ring haben wir noch gefunden. Der macht. Kann man nicht sehen, kann man nur Ausrüstung sehen. Nein, so. Onyx-Ring, der macht. Finsternisabwehr plus 25%. Und der Ring der Beharrlichkeit. Genau. Ein Ring, dem eine mysteriöse Kraft innewohnt, gehört, erhöht die Disziplin, die vom Träger verdient wird. Also, wenn wir den tragen, erhöht sich der Gewinn an Disziplin, die wir bekommen. Da legen wir den ab und legen den an. Obwohl, beißender Wind, nein, und ich entscheide mich noch für einen von diesen beiden. Der ist nicht so wichtig, aber die zwei. Weil der erhöht die Stärke und Magie um 10 Punkte und die Abwehr um 1. Bin ich lächerlich, aber der erhöht die Abwehr um 1 und die magische Abwehr um 1. Und wie gesagt, den Skill verbessert er. Aber das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben Ring der Beharrlichkeit, dass unsere Disziplinpunkte hier unten schneller steigen. Denn das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Die ganzen Fähigkeiten, Skills, Kernfähigkeiten, Geheimfähigkeiten und alles mögliche Klassenwechsel und so wird alles durch Disziplin erreicht. Und wenn wir keine Disziplin haben, können wir das alles nicht lernen. Und ja, je mehr Disziplin wir haben, desto mehr können wir lernen. Das wird noch wichtig sein, denn es gibt natürlich auch Fähigkeiten, die etwas mehr kosten als andere. Weil wir werden nicht immer bei 200, 250, 300 oder sowas bleiben. Es werden noch wesentlich mehr Disziplinpunkte benötigt. Und dafür ist der Ring sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen am Anfang des Spiels, dass man da so früh wie möglich die ganze Disziplin mitnehmen kann. Hier liegt noch eine Spitzhacke. Können wir eigentlich mal hier so dran klöppeln. Kriegen wir Platin. Und Gold. Und Lava. Sehr schön. Und das war's nochmal Lava. Ja, ich werde hier nicht alle Truhen öffnen. Denn eine weitere Besonderheit der Insel Finstergram ist, dass hier des Öfteren mal Gegner in den Truhen lauern können. Und zwar sind das solche Schlangenmonster, die da in der Truhe wohnen. Ah, ich habe es trotzdem geöffnet. Und die fressen einen auf. Und das ist ganz gefährlich, weil die unglaublich stark sind. Selbst für höherstufige Charaktere sind die immer noch ziemlich stark. Ja, die sind ziemlich mächtig. Es gibt natürlich kleine Tricks, die man anwenden kann. Um das zu entgehen, kann man nicht mit jeder Klasse machen. Es kommt auf die bestimmten Fähigkeiten einiger Klassen an. Beispielsweise kann, weiß nicht, ob ich das schon spoilern soll, ob ich euch das zeige irgendwann. Ach, ich verrate es einfach, ist egal. Zeige ich euch sowieso alles später. Die ganzen Fähigkeiten und Skills werden sowieso alle. Ich werde alle Skills und Fähigkeiten zeigen. Sobald ich dann genug Disziplin habe und Rang und so weiter der Klasse, werde ich euch alles zeigen. Der Assassine kann beispielsweise eine Bombe legen und sich dann entfernen. Und sagen wir hier zünden. Und dann ist da, wo wir die Bombe gelegt haben, da explodiert es dann. Also kann man, was weiß ich, wenn hier so die Truhe ist, die Truhe, kann man hier die Bombe zünden. Dann läuft man einfach hier hoch und wieder hier runter zu der Truhe zurück. Zündet dann, es ist so eine Art Schießpulver, sage ich mal, was man dann legt. Das sieht man nicht, das sieht man bloß, wenn das explodiert, wenn man den Skill dann einsetzt. Dann läuft das Schießpulver hier den Weg lang, den wir gerade gelaufen sind, und hier wieder zurück. In dem kann man die Truhe öffnen und die Bombe explodiert dann, wenn man die Truhe geöffnet hat. Und wenn da ein Monster drin ist, kriegt das gleich mal so eine Bombe ins Gesicht und lässt einen wieder los. Denn es hält nämlich einen fest und frisst einen auf. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Und da stirbt man meistens. Vor allen Dingen ich jetzt als Low Level habe da gar keine Chance gegen so ein Viech. Überhaupt keine. Jedenfalls nicht ohne Hilfsmittel. Denn es gibt ja hier diese
Genau, diese Bomben, die wir gerade aufgelesen haben, die Pulvergefäße, Pulversphäre, Verzeihung, verlesen und auch noch verlesen. Die sind sehr, sehr mächtig. Die hauen unglaublich viel Schaden raus. Das hilft auch gegen den Boss, falls wir denn irgendwann mal den Boss hier angehen. Er ist auch nicht mehr ganz so weit entfernt von dem Punkt, wo wir gerade waren, von dieser Safe Zone, von dem Safe Spot, in dem wir waren, wo er ja auch war. Da ist noch ein Stückchen weiter ist der erste Boss schon. Und den können wir mit diesen Pulversphären ziemlich leicht besiegen. Relativ leicht. Also es ist immer noch ziemlich schwer. Aber dass die Pulversphären vereinfachen doch den Kampf deutlich. Dann sagen wir es mal so. War hier hinten noch was? Ja. War ich hier jemals schon mal? Nein. Alles neu. Mensch. Wie cool. Ich öffne alle Truhen. Obwohl ich weiß, dass da Monster drin sein können. Obwohl ich bin mir gar nicht sicher, ob hier in diesem. Ja, ich nenne es mal, ist auch ein Safe Spot. Hier sind ja auch eigentlich keine Monster, außer da oben die Spinnen und Schlangen. Aber ansonsten sind hier keine Goblins oder keine fliegenden, was auch immer. Ich will da nicht spoilern, was es ist, was die können und alles. Das kommt alles später, weil wir treffen doch solche Viecher, die wir gerade gesehen haben, dieses schwarze fliegende Viech. Will ich noch nicht sagen, was es ist und was es kann. Kommt alles später. Wir sind bloß dran vorbeigerannt. Wir haben es schon mal gesehen. Es gibt sowas. Wir werden es noch im Hauptspiel sehen. Aber momentan ist das noch nicht so wichtig. Ich würde eigentlich nicht lang laufen. Deshalb nehmen wir einfach ein Teleportkristall. Also ein Liftstein. Davon finden wir genug. Wir können die auch kaufen. Ist jetzt keine Verschwendung oder so. Alles gut. Kein Problem. So, Merlin. Merlin kommt mal wieder zurück. Dafür brauchen wir nicht mal den Rift. Stein eindringen. Das klingt schmutzig. Merlin, unser Hauptvasalle, wenn er stirbt, brauchen wir nur diesen Riftstein anquatschen, sage ich mal, und dann kommt sie automatisch wieder zurück. Aber jetzt gehen wir in den Rift zurück und holen uns ein paar neue Gestalten. Ich weiß gar nicht, Rook hier mit dabei ist. Wer bist du denn? Ach, das wird übernommen? Das ist ja witzig. Sie hat dich nämlich auf die Freundesliste gesetzt. Man sieht es an diesem Handsymbol, gerade über meinem Kopf, dass ich sie auf die Favoritenliste gesetzt habe. Denn erstens ist sie voll. Ich glaube, alle Vasallen sind hier, die man hier finden kann, sind alle voll, glaube ich, vom Rang her. Aber sie hat starke Linderung und was noch? Heilige Heiligkeit, heilige Nähe, Totalschutz, weil sie ist sozusagen der Mega-Supporter. So wird unsere Merlin irgendwann aussehen. Die hat plus zwei Angriffsskills. Kamin des Grauens auf Stufe 2. Dieser Stern bedeutet Stufe 2. Hier ist kein Stern dran, das ist Stufe 1. Es gibt noch den roten Stern, das ist dann Stufe 3. Den kann man mit solchen Skillringen erreichen, wie ich einen ausgerüstet hatte. Oder habe immer noch, glaube ich. Oder hatte? Weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich ihn abgelegt? Habe ich ihn immer noch an? Ich weiß es jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall so eine Skillringe erhöhen einen oder zwei Skills, kommt auf den Ring drauf an, auf Stufe 3. Man kann nicht alle Skills verbessern, aber doch einige, zum Beispiel Kamin des Grauens, gehört damit dazu. Eisbrocken ist ein Eiskill. Man sieht hier an der Färbung von diesem Symbol, dass das Feuer ist und das Eis ist und das ist heilig im Prinzip, ist aber kein Angriffsskill, sondern starke Linderung. Das ist der Heilung, das ist die Heilung, ist ziemlich nützlich oder eigentlich essentiell. Dann heilige Heiligkeit, das macht fast alle oder viele, sagen wir, viele Schwächungen weg, wie Brand, wie Blindheit und Schlaf und Gift und was es da alles für Statuswerte gibt, die man haben kann, das wird durch heilige Heiligkeit eigentlich alles entfernt. Dann haben wir heilige Nähe. Das ist ein Waffenbuff, der uns Heiligkeit auf die Waffe gibt. Zu den Elementen kann ich auch noch was dazu sagen. Es gibt mehrere Elemente, fünf Stück. Es wäre Feuer, Eis, Blitz,
heilig und Finsternis oder Dunkelheit. Und jedes dieser Elemente hat einen bestimmten Waffenbuff oder kann ein Waffenbuff sein. Und die haben alle unterschiedliche Boni. Einmal Feuer steckt die Gegner ab einer bestimmten Anzahl an Schlägen oder Treffern in Brand, dass sie brennen. Manche Gegner verhalten sich da anders dann. Zum Beispiel Goblins, glaube ich, rennen weg oder panisch in der Gegend rum. Wölfe rollen sich auf dem Boden rum, um das Feuer zu löschen. Nur so als Beispiel, es gibt noch mehrere, die da Einfluss haben, beziehungsweise auf die Gegner-KI dann Einfluss haben, wenn sie denn brennen. Gibt es noch mehrere, möchte ich jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen, kommt dann alles später. Eis als nächstes lässt die Gegner einfrieren. Die können sich dann nicht mehr bewegen und kriegen dann extra Schaden. Blitz lähmt die Gegner, soweit ich weiß. Also, dass sie kurz geschockt sind, im wahrsten Sinne des Wortes geschockt, nämlich durch die Blitze, die sind dann sozusagen gestunt. Dann gibt es heilig, was hier ist, die heilige Nähe. Das heilt die Spieler. Wenn sie mit dieser heiligen Waffe angreifen, werden sie geheilt. Wirkt unglaublich gut bei Untoten. Also Untote kriegen massiv Schaden durch heilige Waffen und man kriegt auch massiv Heilung durch die heiligen Waffen, wenn man mit diesen heiligen Waffen Untote angreift. Man kriegt auch Heilung, wenn man zum Beispiel, was sich Banditen oder Goblins angreift, aber nicht so viel. Das hängt, denke ich mal, ich nehme es einfach mal jetzt so an, hängt vom Schaden ab, den man dem Gegner dann austeilt. Wie gesagt, bei den Untoten macht es halt massiv Schaden und da kriegt man auch massiv dann Leben zurück. Auf jeden Fall heilige Waffen heilen einen. Und Finsterwaffen sind eigentlich gut gegen alles, was lebt. Also gegen Untote ist es fast nutzlos. Logischerweise, finstere Waffen auf Untote ist ein bisschen Quatsch. Gegen alles, was lebt, Banditen, Wölfe, Goblins und sowas. Kann man das alles einsetzen? Man muss natürlich nicht. Kann man alles einsetzen? Finstere Waffen haben den Effekt, dass sie kritische Treffer verursachen können in einem höheren Maßstab, sag ich mal so, eine höhere Crit-Chance dann, um extra Schaden zu verursachen. Bei der ersten Stufe ist es nicht so viel und bei der zweiten Stufe, bei Finsterwaffen auf jeden Fall, ist es, glaube ich, 50% Crit-Chance oder so ähnlich. Müsste ich jetzt nachgucken, aber so um die Drehe. Ist ziemlich mächtig eigentlich. Nutze ich aber eigentlich fast gar nicht. Ich nutze meistens heilig oder Feuer. Weil fast alles ist feuerempfindlich und der Rest ist heilig empfindlich. So ungefähr. Nicht wirklich, aber die beiden sind so meine zwei, die ich immer nehme. Und totaler Schutzwall, um hier weiter mal die Skills zu erklären. Totaler Schutzwall ist halt ein Schutzzauber, der auf einen gelegt wird, dass man weniger Schaden bekommt. Also sie ist wirklich der ziemliche Support-Profi, was ich so an Support-Skills gerne hätte. Das habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. Was hat sie denn hier? Während des Zaubers werden weniger Schaden erlitten. Das ist ziemlich gut. Das ist Quatsch. Eigentlich erhöht die Magie an der Schwelle des Todes. Also wenn man fast tot ist, kriegt man, also hat man mehr Schaden. Wenn man durch die 5 Erzmagien geschwächt ist, ja, kann man mal haben. Ist nicht so wichtig. Wenn man zum Beispiel brennt oder sowas oder geschockt ist, dann kriegt man weniger Schaden, aber ansonsten ist es nicht so wichtig. Ja. Kann man hier eigentlich. Genau hier! Da sieht man's. Das Wissen von der jeweiligen Gegnerart wird hier angezeigt. Ich kann es leider nicht anklicken, ich kann nichts anklicken, ich weiß nicht, was es für Wissen ist. Auf jeden Fall hat sie Wissen. Gegen Kobolde gibt es verschiedene Wissensarten, die man hier erlernen kann oder die von sich aus lernen, wenn man gegen sie kämpft.
Da könnte zum Beispiel sowas dort drin stehen wie, dass der Anführer einen Helm trägt. Das sagen die auch die NPCs dann. Wenn man gegen eine größere Horde von Goblins kämpft, trägt einer einen Helm. Und der ist dann sozusagen der Anführer. Und sowas steht dann hier drin, wenn man den Anführer tötet, ist das gut für die Moral. Da wird die nämlich die Moral der anderen Goblins geschwächt und dann sind die nicht mehr ganz so stark. Oder dass sie empfindlich gegen Feuer sind oder so. Sowas ist denn hier als Wissen mit angegeben. Wir haben bis jetzt bloß Kobold und Waldschrat. Das sind alles. Oh, wir haben noch hier mehr Skelett. Und Skeletten und Menschen? Was sind das? Kenne ich gar nicht. Riesige Untote, die haben wir schon getroffen. Das waren die, die Merlin umgenockt haben. Mehrmals, glaube ich sogar. Weiß ich jetzt gar nicht. Den Zyklopen. Den haben wir auch schon besiegt. Was haben wir noch? Nichts weiter. Alles noch Fragezeichen. Die ganzen Gegnertypen kennen wir alle noch gar nicht, für das sie Wissen hat hier. Natürlich werden hier nicht alle angezeigt, sondern nur die, von denen sie Wissen besitzt. Es gibt noch viel, viel mehr Gegner, als die hier aufgeführt sind. Aber das ist das Wissen, was sie da besitzt. Man kann es leider nicht sehen, was es für Wissen ist, aber wie gesagt, sie hat Wissen. Lassen wir erstmal in den Favoriten, denn sie ist nützlich. Wenn wir denn irgendwann Stufe 38 sind, kann man sie mitnehmen. Du bist ein Waldläufer. Dich nehme ich auf jeden Fall mit. Du machst nämlich schön viel Schaden aus der Entfernung. Ich wollte eigentlich jetzt noch einen Krieger mitnehmen. Also suchen wir nach einem Krieger. Wir schicken die einfach alle weg mit der rechten Maustaste. Wenn ich sie wegschicke, taucht sie trotzdem beim nächsten Mal wieder auf, da sie immer noch in den Favoriten gespeichert ist. Ein Kämpfer wollte ich haben, kein Krieger. Entschuldigung. Also du nicht, du nicht, du nicht und du nicht. Geht einmal weg. Nein. Ich will doch den anderen mit Schwert und Schild. Ich brauche doch einen Tank. Mensch. Du. Was hast denn du für Skills? Stufe 3. Ja, sie sind nämlich nicht immer auf Stufe maximal. Nicht so besonders. Auch nicht besonders. Nein, du kommst nicht mit. Nee. 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 Weg. Alle weg. Geht alle weg. Ich will dich nicht. Sie hat einen ganz besonderen Bogen gehabt, falls ihr es gesehen habt. Der hat so ein bisschen geleuchtet. Du, was hast denn du? Details. Ach, noch schlimmer eigentlich. Auch nicht. Auch nicht. Aber wenn ich so auf die Zeit gucke, ich suche mir hier noch ein bisschen was aus. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder, wenn ich hier jemanden ausgesucht habe, der schön zu unserer Gruppe passt. Also, bis dann. Tschüss.